Partnerin ist hier in einer typischen Yoga-Position und ich werde jetzt mal zeigen, wie man in dieser Yoga-Position verschiedene manuelle Osteopathen und Thai-Yoga-Techniken anwenden kann. Ich unterstütze sie hier, indem ich ihr Halt gebe. Mein Oberschenkel schmiegt sich der Kontur ihres Oberkörpers an und ich kann hier schon sehr gut therapeutisch agieren, wenn ich beispielsweise hier mit einer Sandwich-Technik arbeite, im Fluss ihrer Atmung und ihrer Bewegung drücke ich sie entweder nach oben oder mit leichtem Druck auf den Bauch. Ich passe mich hier ihrer Atembewegung an und akupressiere neben ihrer Wirbelsäule. Sehr simpel. Indem ich ihr Halt gebe, ist hier die Schulter gut positioniert und ich kann jetzt hier diverse Anwendungen entfalten. Zum Beispiel hier eine Schulterrotation machen über diesen Hebel hier, die Schulter in die sogenannte Elevation bringen und in die Depression, also nach oben, nach unten bewegen und diese Bewegung immer runter werden lassen. Gleichsam kann ich hier an der Schulter ziehen und suboccipital diverse Akupressurpunkte behandeln. Mein Repertoire wird immer größer. Ich kann zum Beispiel mobilisieren und gleichzeitig sehen. Die ist hier einfach gut gelagert und kann eine ganze Weile diese anatomisch-physiologisch sinnvolle Wirksamposition halten und ich unterstütze sie dabei und entfalte hier mein Therapie-Repertoire, kann hier zum Beispiel Meridianarbeit machen, kann aber auch manuelle Manöver, zum Beispiel das Handgelenk mobilisieren,